Bei klassischer Musik will sich Meisterdetektiv Nick Natterton heute Abend eine kleine, aber wohlverdiente schöpferische Pause gönnen. Das hier sind die randvollen Ordner mit den von Natterton im Laufe der letzten Jahre erledigten Steckbriefen. Hier an der Wand hängen die noch unerledigten, lange werden sie es nicht mehr sein. Aber was ist das? Das ist der von Natterton erdachte Telefonarm, der ins Auge fällt, falls man bei lauter Musik mal nicht hinhört. Kombiniere. Die Männerstimme gehörte Konrad Knicker, dem Inhaber der Super-Knicker-Mini-Preisladenkette. Und die Dame war einwandfrei seine Gattin Caroline, geborene Knauser. Lassen Sie die Finger vom Fall Knicker, sonst haben Sie zum letzten Mal kombiniert. Dieser Schuss ist eine Warnung. Kombiniere. Der Fall beginnt interessant zu werden. Nick lässt den schussfesten Rollladen mit dem naturgetreu aufgemalten Ausblick herunter. Hier schlug die Kugel ein. Kombiniere. Der Warnschussschütze ist Linkshänder, ein starker Rocher und weitsichtig. Nick rekonstruiert im Geiste die Schussbahn. Kombiniere. Der Schuss wurde von diesem Balkon aus abgefeuert. Bevor Nick im Fall Knicker aktiv wird, öffnet er den Schrank mit seiner reichhaltigen Bart- und Perückensammlung. Dieser Superbart enthält einen Fallschirm, der Nick schon zweimal das Leben rettete. Natterton überlegt, in welcher Verkleidung er möglichst unauffällig zu Knicker gehen soll. Vielleicht als würdiger Greis? Oder als Südländer? Oder als Intellektueller? Oder ganz wieder als Bayer? Oder etwa nostalgisch? Lassen Sie den Fall fallen, ja oder nein? Nein! Das werden Sie sofort bereuen. Kombiniere! 2445 Volt. Genau meine Toleranzgrenze. Die Leuchtkraft seiner Augen genügt Natterton, um sich im Stockdunklen zurechtzufinden. Das ganze Haus hat Stromausfall. Nicks Gegner legten den Hauptschalter um und nun wollen sie mit Nick dasselbe machen. Aber Natterton ist schneller. Das war Nicks berühmter Simultan-Kinhaken für zwei Personen. Nick spurtet und erreicht in Bestzeit den Hinterhof des verdächtigen Apartmenthauses, aus dem man ihm ins Fenster schoss. Was er da sieht, lässt ihm einen Schauer von minus 20 Grad über den Rücken laufen. Das ist doch Molly Moll, das Fotomodell. Der Schreck fährt ihm durch sämtliche Glieder. Sie ist schon kalt. Kombiniere. Molly stand Max Wachs Modell, aber der Entwurf misslang. Nick ahnt nicht, dass er in diesem Hause noch allerhand erleben wird. Und da sieht er etwas, das ihm die Haare zu Berge stehen und die Mütze hochgehen lässt. Hey, jetzt krieg ich dich, du Miststück. Aber der Schein trügt, wie so oft. Es ist nur ein harmloser Stadtstreicher, der seinen Büchsenöffner verloren hat. Dieses Schild am Fahrstuhl im Erdgeschoss erscheint Nick völlig unverdächtig. Es steckt aber doch was dahinter. Kombinieren? Da geht etwas vor. Lass mich nicht an! Von dir lass ich mich nicht erpressen! Das werden wir doch mal sehen. Es ist das Apartment Molly Molls. So klein ist die Krimi-Welt. Molly spielte schon einmal im Leben die Knattertons eine durchsichtige Rolle. Und was sieht Natterton? Das. Kombinieren? Typischer Doppelkrimi. Einer auf dem Bildschirm, der andere auf dem Teppich. Und eine ausgesprochen körperfreundliche und formgerechte Fesselung. Wenn es um das Entfesseln von Damen geht, ist Nick Natterton einer der schnellsten. Und schon kommt Molly zu sich, sieht Nick und erinnert sich sofort an die rasante Mund-zu-Mund-Beatmung, mit der Nick sie kürzlich ins Nachtleben zurückrief. Sie spielt eine neue Ohnmacht, um das nochmal zu erleben. Da fällt Knattertons Blick auf die Wand mit Mollys Probeaufnahmen, die ihre vielseitige Begabung überdeutlich zeigen. Und hier ein Foto Mollys mit Knicker. Kombiniere. Molly hat was mit Knicker.
Kombiniere weiter. Dieser nikotingefärbte Splitter an der Jacketkrone brach vor etwa 3 Minuten von einem männlichen Stiftzahn ab. Nach ein paar kräftigen Urfeigen der klassischen Wiederbelebungsmethode will Nick den Balkon inspizieren, von dem aus auf ihn geschossen wurde. Kombiniere. Der Täter benutzt das Rasierwasser Mère Talon. Und was ist das? Eine noch warme Kippe mit dem Abdruck des schadhaften Stiftzahns. Molly muss den Täter kennen. Molly ist verschwunden. Sie hat sich im Badezimmer eingeschlossen. Ich weiß von nicht. Ich sage nicht. Kombinieren Sie Ihren Kram gefälligst selber. Das lässt sich Nick nicht zweimal sagen. Er will jetzt schleunigst zu Knicker. Na los, der Fahrstuhl geht ja wieder. Die Tür spricht eine deutliche Sprache. Nick sitzt in der Falle. Aber mit Hilfe des in seiner Hose verborgenen Universalwerkzeugs knackt Knatterton die Innen- und die Außentür. Nun will er schleunigst zu Multimillionär Konrad Knicker, der ihn telefonisch um Hilfe rief. Was sieht er im Hof? Er traut seinen Augen kaum. Er sieht sich selber, fröhlich Pfeife rauchend und in Gesellschaft sehenswerter, aber glatzköpfiger Damen. Kombiniere, das Atelier des Schaufensterpuppengestalters Max Max. Dem werde ich wegen Missbrauchs meines Kopfes auf die Finger klopfen. Max Max erschrickt und behauptet: Mein Hobby sind Prominentenköpfe. Den überraschenden Raucheffekt erzielt Max dadurch, dass er Salzsäure in diesen Behälter mit Salmiergeist tropfen lässt. Dadurch entsteht Dampf, der mittels einer kleinen Pumpe in gleichmäßigen Stößen in die Steigleitung zur Pfeife transportiert wird. Nick findet diese werbewirksame Nutzung seines Kopfes sehr schmeichelhaft und lässt seinen Blick durchs Atelier schweifen. Dabei entdeckt er ein täuschend ähnliches Porträt Konrad Knickers. Aber dann fällt sein Blick auf einen Aschenbecher mit einer Zigarettenkippe, die einen Abdruck des ihm schon bekannten schadhaften Stiftzahns aufweist. Nick ahnt nicht, dass der hochverdächtige Inhaber dieses schadhaften Stiftzahns ganz in der Nähe ist, beziehungsweise war. Und was kommt Nick jetzt hoch? Ein Verdacht. Aber erstmal will er zu Knicker, der so dringend um Hilfe rief. Knatterton will sein Auto aus der Garage holen. Da fährt er zusammen. Nick sagt sich, es passiert heute so unglaublich viel, man kann sich nicht um alles kümmern. Er will, wie gesagt, schleunigst zu Knicker. Jetzt geht es ihm wie seinen Reifen. Ihm bleibt die Luft weg. An seinem kleinen Bus hängt eine wirklich lesenswerte Mitteilung. Aber mit sowas kann man einen Knatterton nicht aufhalten. Der Kleinbus ist auch für schwerste Kriminalfälle mit allem Notwendigen ausgerüstet. Kombiniere, der Superknicker wird mein Honorar auf 1,99 Mark runterhandeln. Knicker verlangt am Telefon, dass Knatterton diskret und unauffällig zu ihm kommen solle. Deshalb parkt Nick an der Rückseite des knickerschen Villengrundstückes. Nicks stahlhartes Auge funktioniert wie ein Präzisionswinkelmesser. Aus dem Winkel errechnet er blitzschnell die Mauerhöhe. Kombiniere, kurzer Anlauf genügt. Nick verlässt sich auf seine Tierliebe. Der Hund war ein Lautsprecher. Kombiniere, Knicker ist zu geizig, um das Futter für einen Hund zu bezahlen. Ein Tonband ist billiger. Es frisst nur etwas Strom. Hier sieht er den Millionär hinter einem absolut schalldichten Fenster mit seiner Gattin, die ihm anscheinend sehr Wichtiges mitteilt. Knatterton liest Frau Knicker die Worte von den Lippen ab. Du Oberknicker, ich habe nichts anzuziehen und du musst das Geld in teure Nachbars auf den Kopf. Geschäftsspesen, dass ich nicht lache. Weibergeschichten, du Wüstling. Solche Fotos bekomme ich jetzt dauernd zugeschickt und ich kenne die Dame gar nicht. Aber Nick kennt sie und wir auch. Es ist das Fotomodell Molly Moll. Man droht Knicker, das Foto an die Boulevardpresse zu geben, wenn er nicht kräftig zahlt. Was machst du da? Willst du alter Barhocker etwa wieder auskneifen? Kombiniere, den Fleck, da kenne ich. Es ist der Fleck auf der Tapete in der rechten Ecke der Alibi-Bar. Hallo, Herr Knatterton. Das ist Knickers Tochter Rabatina. Ich flehe Sie an. Mischen Sie sich nicht ein. Das ist reine Privatsache. Wir wollen keinen Skandal. Geben Sie mir das Foto. Knatterton bleibt hart. Der Fall reizt ihn. Nick erkennt sein Auto kaum wieder. Kombiniere, als moderne Objektkunst wäre das ein Meisterwerk. Ich
rechts oben in der Ecke der Abdruck eines linken nikotingefärbten Zeigefingers. Nicks Beobachtungsgabe entgeht leider, dass er beobachtet wird. Hinter der Ecke steht der Mann mit dem nikotingefärbten Zeigefinger und dem schadhaften Stiftzahn, den Nick schon lange als Tatverdächtigen sucht. Ein glücklicher Zufall will, dass hier wieder mal ein Dienstfahrzeug der städtischen Kanalinspektion verteut liegt. Oder war es etwa Absicht? Der in Unterweltkreisen als Stiftzahn-Heini bekannte Ganove folgt der akustischen Spur. Nick hat, wie wir schon wissen, die Kanalnetze aller Großstädte genau im Kopf. Kombinieren? Kanalrohrpost für mich. Klatterton spürt instinktiv, dass er überirdisch verfolgt wird und versucht, den oder die Verfolger abzuschütteln. Auf diesem Stadtplan sehen wir Nicks hakenschlagenden Weg durch die Röhren der Unterwelt. Und hier liegt sein Ziel, die Alibi-Bar. Stiftzahn-Heini ist schon anwesend. Aber schon ist er wieder völlig abwesend. Nikotingefärbter linker Zeigefinger und hier der schadhafte Stiftzahn, in den der Splitter genau passt, den ich bei Molly fand. Nick legt Stiftzahn-Heini an die Kette. Kombinieren? Seine Auftraggeber sitzen da drin. In der Alibi-Bar wird gleich gewaltig was los sein. Als er das Lokal betritt, traut er seinen Augen kaum. Da sitzt leibhaftig Konrad Knicker, den er noch vor wenigen Minuten in seiner Villa sitzen sah. Nehmen Sie die Mütze ab, das hier ist ein feines Lokal. Wir halten das Bild jetzt an, damit man besser versteht, was gleich passiert. Das hier ist Virginias Schaltbrett zur Ausschaltung unerwünschter Gäste. Jeder dieser Hebel kann eins der sehr massiven Dekorationsstücke auslösen. Der bleischwere Anker hängt genau über Nick. Virginia legt den Hebel um und damit auch Nick, der in den Boden versinkt und um den es stockdunkel wird. Als er im Keller fest verpackt zu sich kommt, sieht er etwas, das ihm das Blut in den Adern gerinnen lässt. Da liegt Konrad Knicker. Hallo, Herr Knicker! So antworten Sie doch! Sehr bald merkt Nick, dass er mit einer naturgetreuen Nachbildung Knickers in Wachs spricht. Kombinieren? Mit dieser täuschend ähnlichen Wachsfigur Konrad Knickers wurde das Foto gemacht, mit dem er Knicker Geld entlocken will. Die Figur ist ganz deutlich ein Werk des Schaufensterpuppengestalters Max Max, dem Molly Moll hin und wieder Modell steht und die ich vorhin gefesselt in ihrer Wohnung fand, weil sie anscheinend zu viel wusste. Kombiniere weiter. Kopf der Bande ist die Alibi-Wirtin Virginia Peng und ihre Helfer sind Max Wachs und der linkshändige Stiftzahn-Heidi. Mit einem kräftigen Biss funktioniert Nick die Bierleitung, die zu Virginias Theke führt, zu einem Hörrohr um. Was machen wir nun mit Nick Klatterton? Wir lassen ihn uns so lange schmoren, bis wir kassiert haben. Virginia, ich warne Sie. Raus! Den nehme ich mir allein vor. Virginia hat den teuflischen Plan, Knatterton mit spezifisch weiblichen Mitteln zu besiegen. Liegen Sie gut, Herr Knatterton? Na, gefalle ich Ihnen? Sie müssen leider gefesselt bleiben, aber jetzt kann ich mir endlich einen alten Wunsch erfüllen. Ich bewundere Sie nämlich. Ich könnte Sie sogar lieben. Jetzt sehen wir, was vorging. Knatterton verschloss Virginia den Mund mit ihrer eigenen Bluse, weil nichts anderes greifbar war, und eilt nach oben. Da steht ahnungslos Max Wachs. Ein Barhocker wird zum provisorischen Gefängnis. Ich bringe Sie jetzt zu Knicker. Nun winkt er ein Taxi heran. Das scheinbar zufällig vorbeikommende Taxi kommt gar nicht zufällig vorbei, wie Nick sehr bald merken wird. Dieser Blickwechsel sagt ganz deutlich, der Fahrer ist ein Komplize. Nanu, was passierte denn da? Um Nicks plötzliches Verschwinden zu erklären, zeigen wir den seltsamen Vorgang in schematischer Darstellung. Der Fahrer griff einen Hebel, der eine im Rücksitz verborgene Betäubungsspritze in Nicks linken Sitzmuskel stoßen ließ. Durch kräftiges Ziehen an einem anderen Griff wurde der Rücksitz umgelegt. Der so hinterrücks betäubte Nick ist im Kofferraum eingeschlossen. Wohin geht die Fahrt? Durch langes Training absorbiert Nicks Kreislauf jedes Gift sehr schnell. Schon beginnt sein Kombinierzentrum wieder zu arbeiten. Zunächst noch etwas unscharf, aber dann erkennt Nick seine Situation ganz deutlich. Kombinieren? Beim Kofferraum öffnen erledige ich den ersten durch technischen K.O.
und den zweiten mit meinem Torpedotrick in die Magengrube. Und schon ist es soweit. Nick hört die beiden herankommen. Der rührt sich nicht mehr. Der erste Teil des Plans klappt ausgezeichnet, aber dann weicht Max Wax sehr geschickt aus. Kombinieren? Habe soeben Bankraub verhindert. Genau so ist es. Die beiden waren gerade dabei, einen Gang zum Tresor der Großbank nebenan zu buddeln. Nick wirft einen Blick aus dem Fenster. Aber das ist leider alles, was er Max Wax und dessen K.O. geschlagenen Komplizen nachwerfen kann. Da unten liegen zwei von mir gefangene Bankräuber. Die schenke ich Ihnen. Blaumeißer, ein Grünspecht. Bitte kommen. Ihr Grünspecht, was ist los? Knatterton hat hier zwei Bankräuber zu liegen. Sollen wir die mitnehmen? Er soll sein Kram gefälligst selber wegräumen. Ende. Sie sollen ihren Kram gefälligst selber wegräumen. Aber schon hat Nick eine Idee, wie er die Bankräuber auf Nummer sicher bringen kann. Über den Nachttresor. Nick knackt den Tresor mit einer geschickt gebogenen Büroklammer. Dann wirft er einen Knallfrosch in den Schacht und löst dadurch in der Funkstreifenzentrale Großalarm aus. Grünspecht hat alle Blaumeisen, Bankeinbruch in der Benunzenstraße. Und wo ist Nick? Knatterton beobachtet von einer Straßenecke aus ein hochinteressantes Schattenspiel hinter einer halb heruntergelassenen Jalousie im ersten Stock. Kombinieren? Die Körperformen kommt mir irgendwie bekannt vor. Na klar, die rechte Dame ist Alibi-Wirtin Virginia Peng, aber wer ist die linke? Und schon fällt es ihm ein. Diese Formen lernte er kürzlich beim schnellen Zugriff in ein Gebüsch kennen, hinter dem sich Rabatina Knicker, die Tochter Konrad Knickers, versteckt hatte. Was macht die naive Millionärstochter Rabatina bei der ausgekochten Gangsterchefin Virginia? Das will Nick natürlich genau wissen. Seltsam, die Tür ist nur angelehnt. Das war ein indirekter, vollautomatischer Kinnhaken. Virginia ließ diesen Treppenentsicherungsbolzen einbauen, um sich vor Zudringlichkeiten zu schützen. Mit einem kleinen Hebel in ihrem Boudoir zieht sie den Bolzen weg, wenn sie ungestört bleiben will. Auch nach dem präzisesten K.O.-Schlag braucht Knatterton maximal 9 Sekunden, bis er wieder voll aktionsfähig ist. Nun sucht er einen Ausgang. Hände hoch! Ich habe gesagt, Hände hoch! Es war eine Wachsfigur. Und was sieht Nick da? An der Wand sitzen die an diesem Kriminalfall beteiligten Ganoven und starren ihn an. Stiftzahnheini, Taxentheo und Schlägerschorsch. Ein Tonband in der hohlen Brust wird durch Anstoßen der Figur eingeschaltet. Kombiniere, diese Wachsfiguren haben Alibi-Funktion. Während das Wachsdubel für alle sichtbar am Stammtisch der Alibi-Bar sitzt, ist das Original auf kriminellen Abwägen. Gibt es später Schwierigkeiten mit der Polizei, ist stets ein Alibi-Foto da, mit Datum und genauer Uhrzeit. Da hört Nick Stimmen im Treppenhaus. Auf Wiedersehen, Virginia. Bis morgen. Vorsicht, lass deinen Vater nicht fallen. Ich habe ihm gerade ein frisches Hemd angezogen. Kombinieren? Rabatina Knicker mit dem Wachsdubel ihres Vaters. An Virginias Haustür erweist sich Nick als genialer Stimmenimitator. Hallo? Wer ist da? Ich bin's, Rabatina. Ich muss noch mal mit dir reden. Nick kombiniert leider nicht, dass in der Sprechanlage eine Mini-Fernsehkamera mit Direktübertragung in Virginias Boudoir eingebaut ist. Komm rauf, die Treppe ist gesichert. Vorsichtshalber überspringt Nick die letzten Stufen und schon steht Nick vor Virginias Zimmertür. Komm rein und warte einen Moment. Ich stehe gerade unter der Dusche. Nicks Vorstellungsvermögen schaltet sofort. Kombiniere, Sauberkeit ist aller Laster Anfang. Du kennst doch den Trick mit der Tür. Nimm schon mal Platz, aber nicht im linken Sessel, der wackelt. Will der kleine Nick nun schön brav sein und versprechen, dass er uns in Ruhe lässt? Nein. Ich werde sie schon noch rumkriegen. Die Musik
Musikfolter, die Virginia jetzt anwendet, ist wirklich teuflisch. Mit höchster Lautstärke werden Knatterton die Liedertexte einer deutschen Hitparade ins Ohr gedonnert. Es sind Texte, die einem die Schuhe ausziehen, wie man hier deutlich sehen kann. Virginia hofft, dass der sich ständig wiederholende Schwachsinn Knatterton weich macht. Geben Sie nun auf oder nicht? Nein. Diese teuflische Quälerei kann man nicht länger mit ansehen. Sehen wir uns lieber Virginia an, die unten in der Bar telefoniert. Hallo, Knickerlein. Gucken Sie mal schnell in Ihren Briefkasten, bevor Ihre Frau was merkt. Und tun Sie schön, was wir Ihnen sagen, sonst wird alles noch viel teurer. Und was macht inzwischen Knatterton? Als ein Nachwuchsschlager-Interpret zum 105. Mal dieselben drei Worte mit denselben drei Tönen wiederholt, gibt ihm das ungeahnte Kräfte. Kombiniere, Virginia und ihre Leute kassieren jetzt bei Knicker. Vorsichtshalber schlägt Nick einen Simultankienhaken für zwei Personen. Wortlos und verzweifelt hält Knicker dem Meisterdetektiv den Brief hin, den er soeben aus dem Briefkasten holte. Kombiniere, der Bindfaden duftet nach feiner Leberwurst aus dem Delikatessenhaus Oberhummer. Hallo, Knickerchen. In genau einer Stunde, also 7 Minuten vor Mitternacht, legen Sie das Geldbündel hinter den Mülleimer des Hauses Piepenstraße 21. Widrigenfalls... Bringen Sie das Geld hin. Ich garantiere dafür, dass es nicht wegkommt. Wer ist nun der Täter? Sie werden es kaum glauben, keiner von Ihnen. Wer es wirklich war, das erfahren Sie in circa 2 Minuten und 3 Sekunden. Vor einer Stunde bekam der Millionär Knicker diesen Brief, zusammen mit einer nach Leberwurst duftenden Schnur. 7 Minuten vor Mitternacht soll das Geld hinter einem Mülleimer vor dem Hause Piepenstraße 21 hinterlegt werden. Und da kommt auch schon Konrad Knicker. Nanu, seit wann können Mülleimer kombinieren? Der Zuschauer ahnt mit Recht. Knatterton sitzt drin, um den Geldabholer zu fassen. Sein Spezialmülleimer mit Guckloch und schnell herausklappbarer Seitenwand hat ihm schon oft wertvolle Dienste geleistet. Und was kommt da? Ein Hund, der Nick irgendwie bekannt vorkommt. Und schon erinnert er sich. Er sah den Hund auf einem Foto an der Wand mit Mollys Probeaufnahmen. Wegen Begrenzung seines Blickfeldes sieht Nick nicht, was der Hund jetzt macht. Er trägt das Geld weg. Nicks sprichwörtliche Tierliebe bekommt einen harten Stoß. Halten Sie sofort an! Jetzt habe ich Sie! Und was sieht Nick? Rabatina mit Max Wachs und der Kopie ihres Vaters. Ich habe alles nur aus reinem Mitleid getan, um anderen zu helfen. Kommen Sie mit in die Alibi-Bar, da kann ich Ihnen alles beweisen. Vor der Alibi-Bar sieht Nick das als Taxi getarnte Ganoven-Auto vorfahren. Und wer steigt aus? Frau Caroline Knicker. Kombiniere. Frau Knicker ist die Täterin. Sie ließ bei Max Wachs die naturgetreue Kopie ihres Gatten anfertigen und mit Molly das kompromittierende Foto machen. Sie betraute dann gegen prozentuale Beteiligung Virginia und ihre Unterweltfreunde mit der technischen Durchführung der Erpressung. Nun sitzt sie in der Alibi-Bar und wartet auf Virginia und vor allem auf das Geld. Stattdessen kommt Knatterton herein. Mein Mann ist der größte Knicker aller Zeiten. Anders konnte ich kein Geld aus ihm rauskriegen. Der sonst so stahlharte Knatterton kann sich eine Träne der Rührung nicht verkneifen. Und nun schluchzen sie alle, denn Frau Knickers Schicksal ist ja wirklich traurig. Knatterton übergibt Frau Knicker das Geldbündel. Und alle schwören, der alte Knicker wird nie erfahren, wo das Geld geblieben ist. Kombiniere. Es bleibt in der Familie.